Das nächste, was ich spüre, ist der kalte Wind, der mich umgibt. Ich realisiere, dass ich geschlafen haben muss. Ich stöhne ein wenig und will damit meinem Gefühl, gar keine Lust zu haben, wach zu werden, Ausdruck verleihen. So wie es aussieht, muss ich wohl vor Erschöpfung plötzlich eingeschlafen sein. Doch schlagartig frage ich mich, wo ich mich überhaupt befinde. Ich hatte mich doch zusammen mit Ezreal ans Wasser gesetzt. Wie habe ich denn dann einschlafen können? Ich bin ja wohl kaum auf dem harten Holz eingeschlummert. Von Neugier gepackt, aber dennoch ziemlich widerwillig, öffne ich die Augen. Ich realisiere sofort, dass etwas nicht richtig ist. Ich liege auf der Seite, jedoch bin ich mit meinem Körper an etwas gelehnt. Mein rechter Arm liegt darauf. Als ich mit den Augen meinem Arm folge, sehe ich das Unvermeidliche. Ezreal! Ich liege tatsächlich direkt neben Ezreal, eng an ihn gekuschelt. Mein rechter Arm liegt der Länge nach auf seiner Brust und sein rechter Arm liegt schützend über meinem Rücken. Ich bin kurz davor, innerlich in Panik auszubrechen, um mich selbst dafür zu verfluchen, dass ich zugelassen habe, dass so etwas überhaupt passieren konnte. Doch dann fangen die Erinnerungen der letzten Stunden an, mich gänzlich zu überfluten. Nachdem ich Ezreal darum gebeten hatte, bei mir zu bleiben, war er dieser Aufforderung direkt nachgekommen. Ich hatte ihm erklärt, zumindest im Moment nicht zu den Dorfbewohnern zurückzuwollen, was er ohne weitere Fragen sofort akzeptierte. Wir hatten den ganzen Mittag über auf dem Anlegesteg nebeneinander sitzend miteinander geredet, zum Großteil über die unnötigsten und sinnlosesten Dinge überhaupt. Beispielsweise philosophierte er darüber, warum der Himmel und das Meer blau seien und fragte sich, wer sich wohl ausgedacht hat, dass Möwen, während sie fliegen, durch ihre langen Flügel so majestätisch aussehen, obwohl sie an Land seiner Meinung nach eher hässlich wirken. Weiterhin stellte er die Hypothese auf, dass unter Wasser Blitzball sicherlich auch von den Meerestieren gespielt wird. Allerdings achten diese erpicht darauf, dass die Menschen dies nicht bemerken, weil die Menschen dann eifersüchtig sein und rachsüchtig handeln könnten. Zwischen diesen abenteuerlichen Theorien besorgte er für uns Essen aus dem Dorf, indem er es still und heimlich einfach klaute. Und später dann, während des Nachmittages, hatten wir uns dann auf unsere Rücken auf den Anlegesteg gelegt, um die Wolken betrachten zu können. Dabei versuchten wir, witzige Figuren in ihnen zu erkennen. In seiner Nähe hatte ich mich plötzlich wieder so wohl gefühlt und hatte wieder von Herzen und glücklich lachen können. Als mir dann später kalt wurde, hatte ich mich ohne groß darüber nachzudenken an ihn gekuschelt. Zu dem Zeitpunkt hatte ich nicht einen klitzekleinen Gedanken daran verschwendet, dass er eigentlich ein völlig Fremder für mich war. Aber ich hatte mich bei ihm so sicher gefühlt. Fast genauso sicher wie bei jemandem aus meiner alten Garde. So sicher, dass ich letzten Endes in seinen Armen aufgrund starker Erschöpfung einschlief. Und nun liege ich hier. Ich beruhige mich wieder und realisiere, dass ich keinen Grund habe, in Panik auszubrechen. Er ist ein Freund. Ein sehr guter Freund, um genau zu sein. Er hat die letzten Stunden alles getan, um mich wieder aufzumuntern und mich wieder zum Lachen zu bringen. Mich an die guten Seiten des Lebens zu erinnern. Und außerdem hat er mir einfach beigestanden. Ich merke schließlich, dass ich ihm viel verdanke. Irgendwann werde ich mich dafür revanchieren. Ich schließe wieder die Augen und lasse meinen Körper zur Ruhe kommen. Ich brauche keine Angst zu haben. Nicht vor ihm. In seiner Gegenwart kann ich meine Trauer ein wenig vergessen, kann wieder lächeln oder lachen. Wenn er bei mir ist, kann ich abschalten. Eine Weile liege ich dort, neben ihm. Nach kurzer Zeit jedoch beginnen Gedanken in meinem Kopf herumzuschwirren. Ich liege hier, direkt neben ihm, an ihn gekuschelt, mit dem Arm auf seiner Brust. Spüre die Wärme seines Körpers. Höre, wie er leise im Schlaf atmet. Meine Hand auf seiner Brust spürt einen langsamen, stetigen Herzschlag. Ich beobachte, wie seine Brust sich bei jedem Atemzug hebt und senkt. Bemerke seine warme, große Hand, die meinen Rücken schützt und somit an manchen Stellen meine nackte Haut berührt. Ohne es verhindern zu können, werde ich plötzlich so rot wie eine Tomate. In diesem Moment bin ich froh, dass Ezreal noch schläft. Wieso werde ich so rot? Wieso ist mir die Situation denn so peinlich? Warum fange ich an, über solche Sachen nachzudenken?
und an alle Dinge, die auf eine solche Situation folgen könnten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, 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 hör auf, über sowas nachzudenken, rufe ich plötzlich aus, springe wie von der Tarantel gestochen auf und halte mir die Hände vors Gesicht. Was ist los? Fragt Asriel verschlafen, doch ich kann sein Gesicht nicht sehen, da ich meins immer noch mit den Händen verdecke. Verrückte Gedanken, bescheuerte Gedanken, raus aus meinem Kopf, verdammt, sofort! Ich will mir sowas nicht ausmalen, nein! Juna, was ist passiert? Du bist ja knallrot im Gesicht. Schlagartig reiße ich meine Hände vom Gesicht und sehe ihn an. Du weißt genau, was passiert ist! Kaum habe ich den Satz ausgesprochen, könnte ich mich dafür ohrfeigen. Was habe ich mir denn dabei gedacht? Es ist doch nicht seine Schuld, wenn mir meine Gedanken zu weit ausufern. Er sitzt jetzt aufrecht und sieht mich eine Weile fragend an, bis er unerwarteterweise selbst errötet. Ach, das Kuscheln, meinst du? Ich tut mir leid, aber du hast doch damit angefangen, sagt er, während er sich beschämt durch die Haare streicht, was natürlich absolut nicht von der Röte seines Gesichts ablenkt. Was? Frage ich, einerseits empört, andererseits peinlich berührt von der ganzen Situation. Was soll das heißen? Ich hätte doch damit angefangen. Asriel steht nun prompt auch auf und wird noch ein Stück röter im Gesicht. Na, du hast dich mir doch an den Hals geworfen und deinen Arm auf mich gelegt. Da dachte ich, es ist okay für dich, wenn ich dasselbe tue. Ich beiße mir unweigerlich auf die Unterlippe. Was soll ich denn dazu sagen? Ich habe in dem Moment nicht nachgedacht. Ich wollte das ja alles gar nicht. Ach, und das ist jetzt meine Schuld, oder wie? Fragt Asriel neckisch zurück. Weil ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll, starre ich ihn mit einem bösen Blick an und habe die Lippen geschürzt. Es dauert keine Sekunde, bis er plötzlich in lautschallendes Gelächter ausbricht. Tut mir leid, Juna, aber du siehst einfach zu komisch aus. Es tut mir leid, okay? Ich hatte definitiv keine Hintergedanken oder sowas, bitte glaub mir. Lass uns das einfach vergessen und hier abhauen, ja? Die Röte auf seinem Gesicht ist verschwunden, doch ich merke wieder, wie schön und ansteckend sein Lachen ist. Doch gleichzeitig denke ich daran, was es bedeuten würde, nun zu gehen und zum Dorf zurückzukehren. Asriel scheint zu verstehen, was ich denke und reagiert direkt. Komm schon, Juna. Es wird hier langsam ziemlich kalt und die Nacht wird hier sicherlich erst recht nicht angenehm. Und die Dorfbewohner werden dich bestimmt nicht auffressen. Gib ihnen eine Chance. Vielleicht verstehen sie ja auch deine Situation und lassen dich in Ruhe. Während nun auch die Röte in meinem Gesicht verschwindet, erkenne ich, dass er recht hat. Ich möchte vor Problemen nicht mehr davonlaufen. Kann ich sowieso nicht, selbst wenn ich wollte. Ich kann nicht einfach bis in alle Ewigkeit den Dorfbewohnern davonlaufen. Wenn sie mit mir reden möchten und eine Erklärung für den gestrigen Aufstand wollen, dann werde ich ihnen diese geben. Sie wollen mir alles schließlich nichts Böses. Im Sonnenuntergang laufen Asriel und ich schließlich vom Anlegesteg aus zurück. Auf dem Weg lässt Asriel mich nie aus den Augen. Er läuft direkt neben mir her und lächelt mich ab und zu an. Sicher. An seiner Seite bin ich sicher. Und nicht nur an seiner. Ich habe noch Payne, Brüderchen, Kumpelchen, Walker, Lulu, Kimari und noch viele weitere. So viele, die noch hinter mir stehen. Ich brauche keine Angst zu haben. Ich fühle mich nicht mehr allein gelassen, denn das bin ich nicht. Ich habe Freunde an meiner Seite. Freunde, die immer für mich da sind. Vor nichts muss ich mich fürchten. Nicht vor der Zukunft. Alles wird gut werden, wenn ich nur fest daran glaube, das weiß ich. Solange ich mit Freude in die Zukunft blicken kann, ist alles in Ordnung. Wir schaffen es relativ schnell zurück. Wie schnell die Zeit wirklich vergeht, fällt mir gar nicht richtig auf. So gut unterhalte ich mich mit Asriel. Die peinliche Situation von vorher scheint er schon wieder vergessen zu haben. Wir reden über das gute Wetter und über den langsam wachsenden Hunger, der sich in seinem Magen bemerkbar macht, als wir schließlich den Wasserfallpfad betreten. Kaum haben wir den Wasserfall als solchen hinter uns gelassen, bleibt Asriel plötzlich mitten auf dem Weg stehen. Ich laufe vorerst weiter, weil ich damit rechne, dass er vielleicht nur etwas verloren hat, das er nun schnell wieder aufheben will. Doch ich merke schließlich, dass er mir gar nicht mehr folgt und drehe mich zu ihm um. Ich stehe ein paar Meter von ihm entfernt und beobachte ihn verwirrt. Asriel, ist alles in Ordnung?
Dieser sieht mich nicht an, sondern fährt damit fort, sich langsam im Kreis zu drehen und sich umzusehen. Sein Verhalten verwirrt mich immer mehr, weshalb ich schließlich wieder näher auf ihn zugehe. Ezreal, was? Shh! Unterbricht er mich prompt, weshalb ich auf der Stelle stehen bleibe und die Luft anhalte. Was ist bloß los? Was versucht er zu hören oder zu sehen? Nach einigen Sekunden sieht er mich schließlich wieder an und kommt wieder auf mich zu. Fällt dir denn gar nichts auf? Sag mir, was du hörst. Ich sehe ihn verwundert an, spitze aber dennoch die Ohren, nachdem er vor mir zu stehen gekommen ist. Angestrengt versuche ich zu lauschen und auf irgendetwas zu achten, aber ich höre einfach nichts. Nur das leise Rauschen des Wasserfalls. Ich höre nichts. Ganz genau, Yuna, nichts, erwidert Ezreal. Als ich nun noch verwirrter dreinschaue, redet er weiter. Wir hören gar nichts, bis auf das leise Rauschen des Wasserfalls. Aber wir hören weder die Vögel, die zwitschern, noch andere Tiere, die die Büsche zum Rascheln bewegen. Sogar windstill ist es hier. Und was willst du damit sagen? Frage ich. Yuna, das ist alles andere als natürlich. Heute Morgen, als ich dich gesucht habe und hier entlang lief, und auch vor einigen Stunden, als ich mich kurz in das Dorf stahl, um dort Essen für uns beide zu klauen, war hier alles voller Leben. Dutzende Möwen, Bienen und anderes Getier. Ich nicke stumm und denke an den heutigen Morgen zurück, als ich mich vor einer Blume hier irgendwo in der Nähe hinkniete, um an dieser zu riechen, bis mich schließlich eine Biene besuchte. Und jetzt ist hier alles ruhig. Ich kann mir das nur so erklären, dass hier entweder etwas passiert sein muss oder dass genau in diesem Moment hier irgendetwas geschieht, dass die Tiere so sehr verschrägt, dass diese das Weite suchen. Wenn ich es mir recht überlege, auf dem Weg hierher sind mir auch keine Tiere aufgefallen, oder dir? Frage ich ihn. Er schüttelt nur den Kopf. Sehr eigenartig. Ich wüsste nicht, was... Schließlich bekomme ich einen Geistesblitz. Doch, weiß ich schon. Ich weiß, was das auslösen könnte. Ein riesiges Monster, das alles in den Schatten stellt. Angst steigt in mir auf. Eine ungeheure Angst. Wenn diese Hypothese wirklich stimmen sollte und das Monster hier entlang gelaufen ist... Das Dorf, Ezreal! Wenn hier tatsächlich irgendwo ein starkes Monster ist, ist das Dorf in Gefahr. Auch auf seinem Gesicht kann ich nun die Angst erkennen. Ich warte keine Sekunde länger und renne los in die Richtung des Dorfes. Bevor ich jedoch weit kommen kann, rennt Ezreal mir hinterher und ergreift meinen Arm, womit er mich zum Stehenbleiben zwingt. Warte doch mal, was hast du denn jetzt vor, Yuna? Ich sehe ihn nur fragend an. Na, was werde ich wohl schon vorhaben? Das Biest suchen und aufhalten natürlich. Du meinst nur wir beide? Fragt Ezreal mich ungläubig. Das wäre ein Himmelfahrtskommando. Zu zweit hätten wir keine große Chance. Du bist nicht in allerbester körperlicher und geistiger Verfassung für einen harten Kampf und ich selbst habe von meinem Vater nur einmal ein Katana geschenkt bekommen, um mich im Notfall verteidigen zu können. Aber ich habe nie richtig gelernt, damit umzugehen. Das würden wir beide definitiv nicht überleben. Ich entreiße mich seinem festen Griff und sehe ihn ernst an. Wenn das Monster in diesem Moment vielleicht schon das Dorf erreicht hat und dort alles in Schutt und Asche gelegt hat, sind viele meiner engsten Freunde bereits gestorben. Und ich hätte das nicht verhindern können. Das allein ist für mich schon Grund genug zu kämpfen. Ich will nicht noch einen Freund verlieren, verstehst du? Während ich diese Worte spreche, denke ich keinen Augenblick lang nach oder fange an zu weinen oder sonstiges. Ich weiß ganz genau, was ich jetzt tun muss, was meine Aufgabe ist, um meine Freunde zu schützen. Sie sind mir wichtiger als alles andere. Ich muss einfach alles in meiner Macht Stehende tun, um sie zu beschützen. Ezreal bleibt noch eine Weile vor mir stehen und überlegt. Ich sehe förmlich die Zweifel und die Angst in seinen Augen, doch schließlich seufzt er einmal kurz. Okay, Yuna. Ich bin bei dir und helfe dir, egal was passiert. Ohne eine weitere Sekunde verstreichen zu lassen, rennen wir beide los. Wir laufen so schnell wir können und lassen schließlich den Wasserfall Fahrt hinter uns. Wir betreten die Anhöhe, der Ort, an dem sich der Weg in drei Richtungen aufgabelt. Eine führt zum Dorf, eine zum Strand und eine zum See, in welchem Tidus Walker und andere Mitglieder der Besaid Auros unzählige Male Blitzball trainiert und gespielt haben.
Ezreal und ich wollen gerade nach Luft ringen, als wir ein tiefes, grollendes Stampfen und eine Vibration verspüren. Es sind zweifellos Schritte. Schritte einer riesigen Bestie. Und wir brauchen nicht lange, um herauszufinden, dass die Schritte aus der Richtung des Sees stammen. Dieses Etwas kommt auf uns zu, flüstert mir Ezreal leise zu. Ein starkes Gefühl der Erleichterung durchströmt mich. Ja, es hat das Dorf noch nicht zu Kleinholz verarbeitet. Ein Glück. Während die Schritte der Bestie immer lauter und vibrierender werden, versuchen Ezreal und ich uns auf den Kampf vorzubereiten. Also, irgendeine Strategie? Fragt mich Ezreal, wobei seine Stimme merklich bricht. Er hat Angst, das ist ihm deutlich anzusehen. Schrecklich, dass dies sich als sein allererster Kampf gegen ein Monster herausstellt. Es muss furchtbar für ihn sein. Aber dennoch sehe ich, wie er ohne zu zögern nach seinem Katana greift, welches mir jetzt zum ersten Mal richtig auffällt. Es ist schlicht gehalten, aber für einen blutigen Anfänger vermutlich dennoch viel zu schwer. Er greift es mit zwei Händen und hält es, wenn auch leicht zittrig, vor sich. Versuchen wir einfach unser Bestes, mehr bleibt uns nicht übrig. In dem Moment, in dem ich meine Ausrüstung checke, bemerke ich etwas Verheerendes. Ich bin so gut wie überhaupt nicht vorbereitet auf einen Kampf. Als ich heute früh vom Feuer aus losgelaufen und Payne zurückgelassen hatte, hatte ich absolut nichts eingesteckt und war einfach losgelaufen. Ich habe nichts dabei, gar nichts. Nicht einmal eine Potion oder eine Phönixfeder, geschweige denn irgendwelche unterstützenden Accessoires. Und seit einiger Zeit habe ich mir dummerweise angewöhnt, in der Freizeit die Unbeirrbarkeitskostümpalette ausgerüstet zu haben. Sie ist sehr leicht und daher schön zu tragen, aber gleichzeitig hat sie einen entscheidenden Nachteil. Wer diese Kostümpalette ausrüstet, hat nur die Möglichkeit, zwischen zwei verschiedenen Kostümen und somit Angriffsstärken zu wählen. Seit meinem Traum, in welchem ich mit Len geredet hatte, habe ich mein Kostüm nicht mehr gewechselt und trage deshalb auch in diesem Moment immer noch das Diva-Kostüm, welches im Kampf so gut wie nutzlos ist. Ich kann damit zwar Lieder singen und damit meine Kampfgefährten ein wenig unterstützen, indem ich beispielsweise ihren Angriff steigere, doch selbst angreifen kann ich mit den Liedern gar nicht. Und die einzige Chance, die Ezreal und ich haben, ist die, das Monster ununterbrochen anzugreifen und so den Kampf hoffentlich möglichst schnell zu beenden. Eine andere Strategie ist nutzlos, da wir nicht mal die Möglichkeit haben, uns zu heilen. Doch plötzlich erinnere ich mich an das andere Kostüm, das ich vor einigen Tagen in der Kostümpalette abgelegt hatte. Ja, dieses Kostüm, nur dieses kann uns noch retten. Yuna, da kommt es! Höre ich Ezreal rufen, während ich das zu meinem Kostüm gehörige Mikrofon auf den Boden lege und sich um mich herum Kristalle und Lichtstrahlen bilden. Ich richte mich langsam auf und Stück für Stück verschwindet das Diva-Kostüm an meinem Körper. Die Lichtstrahlen umgeben mich vollständig und letzten Endes umgibt mich mein neues Kostüm. Als die Lichtstrahlen verschwinden und ich die Augen wieder öffne, habe ich mich bereits in einen Schwertkämpfer verwandelt. Ein Schwertkämpfer mit der Macht der Finsternis. Ein dunkler Ritter. Das Monster kommt direkt auf uns zu. Und während ich mein Schwert mit beiden Händen angriffsbereit über den Kopf halte, bleibt mein Herz fast stehen. Das Monstrum, das sich uns gegenüberstellt, ist ein Behemoth. Genauer gesagt ist es ein Hunbarbar. Der Hunbarbar hat gerade den Weg zum See hinter sich gelassen und steht nun direkt vor uns. Er erkennt uns und ist sichtlich nicht erfreut darüber, dass wir uns ihm in den Weg gestellt haben. Er richtet sich zu voller Größe auf und lässt schließlich tief aus seiner Lunge ein lautes, ohrenbetäubendes Gebrüll hören. Yuna, was tun wir jetzt? Und was hast du da eigentlich an? Kostümwechsel, komplizierte Geschichte, erkläre ich dir irgendwann anders. Das da ist ein Hunbaba, ein sehr starker Behemoth. Ich habe schon mal gegen so einen gekämpft, allerdings war das damals in der Donnersteppe. Und Rico und Payne haben mit mir zusammen gegen ihn gekämpft. Dies ist absolut nicht sein Gebiet. Ich weiß nicht, wie der hierher kommen konnte. Als der Hunbaba beginnt, weiter auf uns zuzulaufen, weichen Ezreal und ich immer weiter zurück. Er ist unglaublich stark. Wir haben es damals zu dritt gerade so geschafft, ihn zu besiegen. Wir haben keine Wahl. Wir müssen ihn immer wieder so lange mit all unserer Kraft angreifen, bis wir ihn besiegt haben. Das ist unsere einzige Chance. Aber Yuna, was wenn... Ezreal, wir haben nichts, womit wir uns auch nur schwach heilen könnten.
Das ist unsere einzige mögliche Strategie. Alles oder nichts. Ezreal sieht mich noch einmal angsterfüllt und traurig an, doch ich lächle nur noch einmal, hebe dann mein Schwert und renne auf den Hunbaba zu. Ich nutze die Situation aus, dass der Hunbaba sich gerade zu einem neuen Gebrüll aufrichten will und springe so kraftvoll ich kann vom Boden ab und schwebe einige Sekunden über dem Hunbaba. Ich hebe mein Schwert und versuche, das Monster direkt im Gesicht zu treffen. Ich visiere sein rechtes Auge an, doch bevor ich meinen Plan zu Ende bringen kann, dreht sich der Hunbaba seitlich weg und mein Schwert trifft nur seine Schläfe. Im Augenwinkel kann ich erkennen, wie Ezreal mit seinem Katana immer wieder versucht, die Beine des Hunbabas zu treffen und zu verletzen. Kaum bin ich auf dem Boden gelandet, lade ich bereits meinen nächsten Angriff auf, die dunkle Macht. Dieser Angriff ist zwar sehr stark, braucht allerdings eine Vorbereitungszeit und benutzt einen Teil meiner Lebenskraft. Während ich mich sammle, um den Angriff ausführen zu können, bemerke ich, dass ich es schaffen konnte, nicht nur die Schläfe des Hunbabas zu treffen, sondern die ganze rechte Seite des Gesichts zu durchschneiden. Es blutet stark, immerhin schon mal etwas. Ezreal schafft es, den Behemoth so lange aufzuhalten, bis ich meinen Angriff ausführen kann. Zurück! Rufe ich Ezreal zu, damit die Welle der dunklen Macht ihn nicht fälschlicherweise auch noch trifft. Die Welle trifft den Hunbaba mit voller Wucht, weshalb dieser vorerst ein wenig zurückweicht. Ezreal, der zurückgelaufen war, um sich zu schützen, sieht mich nun an. Klasse gemacht, Yuna! Als wir jedoch zurück zum Hunbaba blicken, stellen wir mit Schrecken fest, dass dieser bereits versucht, seinen nächsten Angriff gegen uns aufzuladen, seine Blitzgar-Attacke. So schnell ich nur irgend kann, reiße ich mein Schwert in die Höhe und renne auf diesen zu, um mit meinem Angriff seinen bevorstehenden zu verhindern. Ich schaffe es gerade noch rechtzeitig, mit einem weiteren Sprung auf seinen Körper seine linke Hand abzuschneiden. Von dem Schmerz abgelenkt, vergisst der Hunbaba tatsächlich seinen Angriff auszuführen, schlägt nun allerdings mit der rechten Faust nach mir. Bevor ich mich zurückziehen und in Sicherheit bringen kann, trifft mich sein Schlag mit voller Wucht. Ein unglaublicher Schmerz durchströmt mein Gesicht und ich weiß, dass meine Nase gebrochen sein muss. Auch mein linkes Auge ist von dem Schlag getroffen worden, welches nun schmerzlich brennt. Kaum, dass ich mich bewegen kann, renne ich so schnell ich kann in die entgegengesetzte Richtung, als auch schon Ezreal auf mich zuläuft. Alles okay? Ja, es geht schon, kann ich nur schnell ausrufen, als der Hunbaba auch direkt zum nächsten Schlag, diesmal gegen Ezreal, ansetzt. Dieser schafft es gekonnt, auszuweichen und rennt plötzlich in die Richtung, aus der der Hunbaba ursprünglich gekommen war. Super, Ezreal, murmle ich vor mich hin, während ich mir so gut es geht das Blut aus dem Gesicht wische. Damit schafft er mir etwas Zeit. Der Hunbaba fällt auf den Trick herein und läuft Ezreal hinterher. So schnell ich nur kann, reiße ich mich trotz der Schmerzen zusammen und bereite einen neuen Angriff der dunklen Macht vor. Nebenbei beobachte ich Ezreal und den Hunbaba und hoffe inständig, dass Ezreal nichts passieren wird. Trotz der Hektik fällt mir auf, dass er sich trotz dessen, dass er noch nie richtig gekämpft hat bisher, sehr gut anstellt. Er versucht stets, den Behemoth auszuweichen, aber ihn trotz dessen in jeder Situation, die sich bietet, mit seinem Katana zu treffen und zu verwunden. Wir werden es schon irgendwie schaffen, sage ich zu mir selbst. Mit ein wenig Glück ist das hier machbar. Ich spüre erneut meine Lebenskraft sinken, während ich den Angriff vorbereite. Ich muss mich beeilen. Ich werde immer schwächer und darf Ezreal mit dieser Bestie hier nicht allein und im Stich lassen. In wenigen Metern Entfernung sehe ich Ezreal zu mir rüberschauen und nicke ihm zu. Er versteht den Hinweis sofort und führt den Hunbaba zurück zu mir. Als der Hunbaba immer näher zu mir kommt, versuche ich mit all meiner Macht, ihn erneut anzugreifen. Ich schwinge mein Schwert, lasse die Welle der dunklen Macht den Hunbaba erfassen und springe noch währenddessen erneut auf ihn zu, um ihn im Gesicht zu verwunden. Und diesmal treffe ich ihn sogar. Mein Schwert durchdringt sein linkes Auge vollständig, zerschneidet noch einen Teil seiner Wange, bis meine Kraft schwindet und ich das Schwert wieder herausziehen und abspringen muss. Während ich sicher auf dem Boden ankomme und zurückweiche, heult der Hunbaba vor Schmerz auf und greift nach seinem zerstörten Auge. Ein lautes Gebrüll erschallt durch das Gebiet und er sackt auf die Knie. Ezreal steht neben ihm und lächelt mir zu. Auch ich lächle ihm zu, woraufhin er beginnt, auf mich zuzulaufen, doch er fühlt sich zu siegessicher.
Bevor ich etwas tun kann, um die Situation zu verhindern, sehe ich, wie alles in Zeitlupe vor mir abläuft. Der Hunbaba richtet sich mit blutüberströmtem Gesicht auf und schlägt vor Wut und zur Hälfte blind wild um sich. Seine Pranke trifft den nichtsahnenden Ezreal mit voller Wucht. Durch den Schlag wird er durch die Luft geschleudert und prallt mit hoher Geschwindigkeit auf den Boden auf. Eine Staubwolke umgibt ihn, doch ich weiß auch so, dass er sich nicht mehr rührt. Ezreal! Rufe ich angsterfüllt, doch ich weiß, dass es nichts nützt. Tränen steigen in meinen Augen auf. Ich renne unbedacht auf ihn zu, was sich sogleich rächt. Der Hunbaba schlägt nach wie vor wild um sich und obwohl ich versuche, um ihn herumzulaufen, trifft er mich dennoch mit seiner rechten Pranke. Einer seiner Krallen schneidet mir dabei das rechte Bein auf. Ich schreie laut Hals auf und sehe mein eigenes Blut in die Luft spritzen, während sein im Vergleich zu vorher leichter Schlag mich nach hinten trifft. Ich stehe schließlich wieder an meiner Ausgangsposition und knie mich schmerzerfüllt auf mein gesundes Bein. Nur kurz besehe ich mir die tiefe Schnittwunde an meinem rechten Bein, schreie kurz den Schmerz heraus und atme tief durch. Bitte lass ihn nicht tot sein, sage ich mir, während ich realisiere, dass es jetzt keinen Sinn hat, zu versuchen, zu Ezreal zu gelangen. Der Hunbaba würde mich erneut treffen, wahrscheinlich noch schlimmer. Tödlich vielleicht sogar. Ich muss das jetzt einfach runterschlucken und stark sein. Bitte lass ihn nicht tot sein, sage ich mir erneut. Ich bete zum Himmel, dass er nur bewusstlos und nicht tot ist. Das zu hoffen ist zurzeit das Einzige, was mir bleibt. Gleichzeitig weiß ich, dass ich jetzt nicht sentimental sein darf und schnell handeln muss. Ich bin jetzt allein. Allein gegen den Hunbaba zu kämpfen ist unmöglich, erst recht als dunkler Ritter. Ein Hunbaba ist viel zu schnell in seinen Bewegungen. Und ich als dunkler Ritter hingegen brauche zu viel Zeit, um meine Angriffe entsprechend vorzubereiten. Ich habe nur noch eine Chance. Eine letzte. Sollte dies nicht klappen, sind das Dorf, Ezreal und ich dem Untergang geweiht. Ein letztes Mal reiße ich mich zusammen und bereite meinen Angriff vor. Setze alles, was ich habe, alle meine letzten Kraftreserven in diesen einen Schlag. Ich werde den einzigartigen Angriff Verwickeln ausführen. Mit diesem habe ich die Möglichkeit, den Hunbaba mit dem Doppelten meiner maximalen Lebenskraft zu schaden. Im Umkehrschluss werde ich aber bewusstlos und schwebe am Rande des Todes. Sollte diese gesammelte Kraft nicht ausreichen, um ihn zu töten, ist alles vorbei. Ich nutze bewusst die Zeit aus, in der Hunbaba immer noch vor Schmerz und vor Wut wegen seinem Auge und seiner Hand um sich schlägt. Hierbei bleibt er zumindest auf einer Stelle stehen und kommt weder Ezreal noch mir zu nahe. Ich hoffe inständig, dass die Zeit ausreicht, bevor er sich meiner Existenz erinnert und mich auslöschen will. Bitte, bitte lass es reichen. Lass mich ihn zerstören. Ich will dieses Dorf retten, es liegt mir so am Herzen. Ich will Ezreal retten, auch wenn ich dann zwischen Leben und Tod schwebe. Irgendjemand wird uns finden. Und wer es auch ist, solange Ezreal überlebt, ist alles okay. Nur das ist wichtig. Als ich aufsehe und meine Gedanken stoppen, hat der Hunbaba sich gerade beruhigt und sieht mich hasserfüllt an. Er sammelt nun auch seine Kraft für seinen stärksten Angriff, den Meteor. Damit würde er Ezreal und mich endgültig töten. Doch ich lache nur vor mich hin. Ha! Du verdammte Bestie, das ist dir leider zu spät eingefallen. Meine Kraft ist jetzt vollständig gesammelt und ich werde dich vernichten, rufe ich ihm entgegen. Und in dem Moment ist es soweit. Die Dunkelheit umhüllt mich vollständig. Meine Haut, meine Haare, meine Augen, alles an mir wird schwarz. Ich spüre, wie die Dunkelheit mir meine Lebenskraft entzieht und sich immer stärker aufbaut, sich in meinem Schwert ansammelt. Ruckartig stehe ich auf, hebe mein Schwert und renne so schnell, wie ich noch nie gerannt bin, auf den Hunbaba zu. Ich springe vom Boden ab und bevor der Hunbaba verstehen kann, was mit ihm geschieht, entflieht jede Lebenskraft meinem Körper, bündelt sich als Dunkelheit in meinen Händen und dem Schwert und schließlich schlitze ich ihm die Kehle der Länge nach auf. Ich verliere jegliche Kraft, das Schwert fällt mir aus den Händen, die Dunkelheit entweicht meinem Körper. Und ich spüre, wie ich hart und unsanft auf dem Boden aufkomme. Schmerz durchströmt meinen Körper. Doch während meine Augenlider kraftlos zufallen wollen, kann ich aus den Augenwinkeln erkennen, wie sowohl der Kopf als auch der Körper des Hunbaba ebenfalls auf den Boden aufschlägt und Staubwolken aufwirbelt.
Nach wenigen Sekunden verwandeln sich die Körperteile in Kristalle und lösen sich auf. Bevor ich jedoch realisieren kann, dass ich es geschafft habe, sehe ich nur noch unscharf eine schwarze Silhouette auf mich zulaufen, während meine Augenlider sich nun gänzlich schließen.